Hi, ich bin Michael Baudin und heute erkläre ich euch mal ein bisschen was über Gitarrenpflege. So, also wie im letzten Video angekündigt, heute wollen wir mal unsere Instrumente mal auf Vordermann bringen. Also ich habe dich gebeten, wenn du Lust hast mitzumachen, besorg dir eine Gitarre, geh in den Keller oder so. Meistens findet man doch irgendwo eine noch auf dem Dachboden von früher. Und in diesem Fall habe ich hier erstmal meine Western-Gitarre. Die ist schon gepflegt, weil ich die relativ häufig eigentlich benutze. Nur mal zum Zeigen der Unterschied zwischen klassischer Gitarre und Western-Gitarre. Diese Gitarre hier, das sind alle 6 Saiten quasi aus Stahl, das sind Stahlsaiten. Dann habe ich hier noch, und die ist wirklich verstaubt, eine klassische Gitarre. Ja? Und die werde ich heute pflegen und euch Schritt für Schritt zeigen, wie man da am besten vorgeht. Also bei dieser Gitarre ist so, das sind 3 Nylon-Saiten dran und 3 Stahlsaiten, ja. Und die ist wirklich sehr, sehr staubig noch. Ich habe hier in meiner zweiten Kamera mal vorbereitet, was ich denn heute alles benutze dafür. Also erstmal habe ich so ein antistatisches Tuch. Das benutze ich, um den Staub wegzumachen. Das geht da ganz gut. Dann habe ich hier ein Tuch, das ist schon auch ein bisschen dreckig. Damit tue ich meine Saiten immer abwischen, ja. Wenn man viel Gitarre spielt und dann schwitzt an den Händen, dann bekommt man da immer so, also da muss man sie abwischen, damit das halt alles Schweiß hier. Dann habe ich Küchenrolle, ganz normale Küchenrolle, und das ist so ein feuchtes Allzwecktuch, ja. In meinem Fall Apfelfrische. Und ich denke mal, mit diesen 3 Dingen kommt man erstmal ganz weit. Also natürlich, Profi würde sagen, ja, dann nimmt man irgendwelche anderen Tücher, da kauft man erstmal neue Saiten, dann nimmt man spezielles Mittel, um die Gitarre zu polieren und sonst was. Aber wir machen heute nur für absolute Anfänger, wie bringe ich meine Gitarre auf Vordermann, die ich jetzt gerade total verstaubt und dreckig aus dem Keller geholt habe, damit ich anfangen kann zu spielen. Ja? Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir wirklich für immer Gitarre spielen wollen. Es lohnt sich vielleicht gar nicht, ein Packen Saiten für 10 Euro zu kaufen. Es gibt auch günstigere, 5 Euro oder so. Aber wir werden die Saiten nicht wechseln, sondern werden erstmal alles putzen, die Gitarre stimmen und dann zeige ich euch mal, wie man die Gitarre richtig hebt und vielleicht lernen wir nochmal erstmal für den Anfang ein kleines Liedchen, um schon mal was zu üben. Okay, also jetzt könnt ihr die Gitarre sehen. Und es ist so, ich nehme erstmal mein antistatisches Tuch und tu mal die Gitarre erstmal komplett versuchen vom Staub zu entfernen. Die ist bei mir nicht im Keller gewesen, aber ich spiele die ganz arg selten. Die liegt hier eigentlich, oder die stand einfach nur in der Ecke rum und ist total eingestaubt, wie man sieht. Ja, also ich gehe da überall rüber, da mal ein bisschen unten durch. Ja, da sammelt sich auch der meiste Dreck eigentlich bei den Gitarren hier unter den Saiten. Ich drehe es mal um, dass man es besser sehen kann. So, da wird jetzt einfach mal nur grob abgestaubt. Bisschen vorsichtig sein, nicht dass die Saiten reißen. So. Jetzt haben wir hier oben natürlich an der Kopfplatte, ist es immer ein bisschen schwierig, da dazwischen reinzukommen. Aber es geht schon, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, ein bisschen Zeit lässt. Ich mache jetzt hier natürlich schnell, damit das Video nicht allzu lange dauert. So, sollte das erstmal reichen. Rückseite von der Gitarre natürlich auch. Alles sauber machen, die Saiten. Und ganz wichtig, hier hinten am Hals, da sind die Gitarren meistens auch sehr dreckig, wenn man dann doch beim Spielen einfach schwitzt. Und wenn das hier bei euch klebrig ist, ja, dann macht es wirklich schön sauber.
So, da können wir dann gleich weiter. Da würde ich einfach so ein feuchtes Tuch hier mal nehmen. Einfach mal drüber gehen. Weil gerade hier hinten ist immer ist ein bisschen klebrig, wenn eine Gitarre lange nicht gespielt wurde und nach dem Spiel nicht geputzt wurde. Ich tue mal die komplette Gitarre einfach mal mit diesem feuchten Tuch hier bearbeiten. So, wenn ihr in einem Raucherhaushalt seid, dann sind die Gitarren auch meistens noch ein bisschen klebrig durch das Nikotin. Zu dem Instrument natürlich nicht so gut. So. Hoppla. So. Okay, und jetzt ist es so, ich würde mir jede einzelne Seite dann einfach nochmal mit diesem feuchten Tuch vornehmen. Und zwar einfach die Seite so schnappen und einfach abwischen. Das hört sich total eklig an, aber die Seite muss etwas sauber werden. Ja, hier sieht man schon, das ist, hat sich schon leicht verfärbt. Ich muss sagen, diese Gitarre, die spiele ich eigentlich wirklich nie und die pflege ich auch nicht. Also das ist vielleicht wahrscheinlich das erste Mal, dass ich überhaupt hier dran was mache. Das ist so eine, ich würde mal sagen, so eine günstige Gitarre vom Aldi oder so. Die habe ich irgendwo mal geschenkt bekommen oder ja, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Also die ist natürlich schon, da sind die Saiten auch schon leicht angerostet. Also da müsste man schon auf jeden Fall die Saiten dann mal tauschen. Wenn man denn wirklich ernsthaft spielen möchte. Aber heute machen wir es so, dass wir die Gitarre erstmal so, wie wir sie in dem Zustand, wie wir sie haben, einfach mal ein bisschen verwenden, zum gucken, ob uns das Gitarrespielen überhaupt liegt. So, und die ist richtig dreckig. So. Jetzt hat die natürlich so ein bisschen quietschige Eigenschaften überall durch dieses Tuch. An Stellen, die jetzt nass sind, einfach mal nochmal drüber gehen mit dem Küchentuch, weil eine Gitarre sollte nicht feucht sein. Meistens dieses Tuch, wie ich vorher schon gesagt habe, das nehme ich eigentlich immer, um meine Seiten ein bisschen abzuwischen. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht unbedingt nötig. Das machen wir also, ich habe so ein Tuch quasi immer irgendwie in der Nähe liegen, immer nach dem Spielen. Mal kurz drüber wischen, das bringt einiges und auch für die Langlebigkeit der Seiten. So. Jetzt ein bisschen noch drüber polieren, weil an manchen Stellen kann es jetzt schon irgendwie so ein Quietsche-Effekt haben durch das feuchte Tuch. So. Aber im Großen und Ganzen sieht sie jetzt schon recht sauber aus. Hinten der Hals ist ganz wichtig, ja, hier schön drüber polieren. Das darf nicht quietschig und klebrig sein, weil da muss die Hand schön rüberrutschen können. Okay, ich würde sagen, es reicht jetzt erstmal für die Pflege der Gitarre. Dann könnte ich mal anfangen zu spielen. Ja, so hört sich eine ungestimmte Gitarre an. Alles klar, die Gitarre muss auf jeden Fall gestimmt werden. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten. Das Beste ist natürlich ein Stimmgerät, aber man kann auch in der heutigen Zeit natürlich mit dem Handy sich einfach eine Stimm-App runterladen. Und das machen wir jetzt gleich mal. So, also, ich habe hier in meinem iPhone habe ich eine App, die nennt sich Guitar Master. Ich hoffe, man kann es erkennen. Diese App hat verschiedene Tools für Gitarristen, aber hier verwenden wir einfach mal nur die quasi die Stimmung, die Stimm-App. Jetzt sieht man hier so eine Gitarre und von links nach rechts stehen hier auch unten die Noten dran, wie was die Gitarre denn wie die gestimmt werden muss. Also wir haben hier E, A, D, G, B und E.
Und wenn man hier von oben auf die Gitarre runter guckt, wollen wir auch haben. E, A, also dann die von zweite von oben wäre dann A, die dritte von oben wäre ein D, dann kommt ein G, ein B und dann wieder ein E. Und so wollen wir die Gitarre jetzt stimmen. Wir fangen von oben nach unten an. So. Also hier sieht man schon, er erkennt schon, es kann. Also auf dem Bild sieht man, das schwingt mit. Er erkennt schon, dass es entweder sich um die oberste oder um die dritte von oben handeln muss. Er springt hin und her zwischen E und A. Jetzt probieren wir es mal. Jetzt drücken wir hier mal drauf. So in etwa muss ich das anhören. Die stimmt sogar schon. Hier oben kann man es dann sehen. Wenn die Saite schwingt, dann muss dort ein grünes E stehen. Das ist rot mit einem Pfeil rüber. Jetzt drehen wir mal leicht hier an der Stimmmechanik, an von der oberen Saite. Hier hört sich es eben original an. Also die nächste, eine drunter, müsste dann ein A sein. Hier am zweiten Rädchen, ja, wofür die zweite Seite von oben zuständig ist. Und bitte nicht komplett drehen, sondern vorsichtig drehen. Und mal gegenhören. Jetzt habe ich mein A. Okay, jetzt die nächste muss ein D sein, das ist die dritte Saite von oben. Und hört sich's richtig an? Also viel höher. Dann wird das dritte Rädchen gedreht. Stimmmechanik nennen wir die. Sehen Sie, da kommt jetzt schon der Pfeil, wir sind nicht mehr weit von unserem D weg. Jetzt. Okay, so machen wir das mit allen Seiten. Die nächste Seite, es kommt in Nylon-Seite hier bei meiner Gitarre, müsste ein G sein. Die hört sich so an. Oh, die passt sogar schon. Ah, nee. Die ist zu tief. Als nächstes kommt ein B. Jetzt habe ich zu weit gedreht. In die andere Richtung drehen. Ah, jetzt sieht man hier schon wieder das B mit der Pfeil, das ist auf der anderen Seite. So geht es hoch und so rum geht es runter. Letzte Seite ist wieder ein E, nur eine Oktave höher. Stimmt noch nicht ganz. Jetzt bin ich drüber.
Jetzt ist der Pfeil von hier drüben auf die andere Seite gekommen. Das heißt, ich bin jetzt schon höher. Muss ich wieder ein bisschen zurückdrehen. Jetzt habe ich es. Okay, kleiner Test. Alles klar. Okay, jetzt ist die Gitarre quasi gepflegt, sie ist eingestellt. Jetzt können wir anfangen quasi mit unserer ersten Gitarrenstunde. Und hierfür würde ich mal was ganz Leichtes nehmen, und zwar, wer kennt nicht Smoke on the Water, und das auf einer Gitarrenseite, einfach nur um sich mal ein bisschen mit der Gitarre zu beschäftigen. Ich baue kurz nochmal um. So, also jetzt ist die zweite Kamera nicht mehr im Weg, jetzt kann man mich auch besser sehen. Erstmal, wie hält man eigentlich eine Gitarre? Man setzt sich aufrecht hin, ja. Dann wird die Gitarre, hält man sich nicht so direkt vor den Bauch, sondern wenn du Rechtshänder bist, legst du sie auf deinem rechten Bein ab und schiebst sie so leicht schräg nach vorne. Also die Gitarre steht immer so leicht schräg von einem weg, nie so gerade vom Bauch, ja, weil so zu spielen ist für die Schultern total unbequem. Immer so ein bisschen weiter vor. So, jetzt unser erstes Lied, das wir zusammen machen. Ich zoome mal ein bisschen näher ran, dass man es besser sehen kann. So, also, wir haben hier quasi in der Gitarre, wo wir mit der linken Hand spielen, haben wir hier so kleine Metallstreben drin, ja? Die nennt man Bünde. Und an jedem Bund, wo ich aufdrücke, gibt es einen anderen Ton. Wie wir ja schon vorher beim Stimmen gemerkt haben, der Ton einfach leer ist ein E. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in dem fünften Bund habe, also das hier ist der erste, also das war eigentlich der nullte Grad, dann haben wir hier innerhalb von dieser Spalte haben wir den ersten Bund, zweiten Bund, dritten Bund, vierten, fünften und so weiter. Im fünften, die obere Seite, wenn man da einfach runterdrückt, dann gibt es ein A. E, A. So, wir spielen auch heute nur auf der oberen Seite. Ist einfach nur, um mal die Gitarre in die Hand zu nehmen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Da gibt es noch keine Musiktheorie oder sonstiges. Wir nennen jetzt auch mal die Bünde einfach nach ihren Zahlen und nicht nach ihren Noten. Also 0. Dann nehmen wir den dritten Bund, der ist hier. Also 1, 2, 3. 0, 3. Danach gehen wir zum fünften Bund. 0, 3, 5. Danach wieder 0, 3, 7. 0, 3, 5, 3, 0. Nochmal ganz langsam. 0, 3, 5. 0, 3, 7, 5, 0, 3, 5, 3, 0. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du was daraus gelernt hast, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, kommentier bitte unter dem Video, auch wenn du Fragen hast, wenn mich irgendwie unterstützen möchtest, dann buy me a coffee. Und apropos buy me a coffee, ich werde auch zu dem Video jetzt heute, werde ich mir auch ein paar Dinge aufschreiben, die man auch kostenlos auf meiner Buy Me A Coffee Seite, kannst du das nochmal angucken, gerade dieses 035, 0375 werde ich nochmal aufschreiben, dass ich nicht das Video die ganze Zeit immer wieder zurückspulen muss, kannst du da auf meiner Buy Me A Coffee Seite dir das nochmal angucken, beziehungsweise ausdrucken. Und ich weiß noch nicht genau, was ich im nächsten Video mache.
Aber jetzt ist erstmal wichtig, sich mit der Gitarre zu beschäftigen. Das heißt, jedes Mal die Gitarre nicht irgendwie aufräumen, wegpacken, sondern irgendwo griffbereit haben. Ja, wenn jetzt im Wohnzimmer steht, zum Beispiel hier irgendwo neben dem Sofa, und du guckst dir einen Film an und es kommt jetzt gerade Werbung, einfach kurz mal die Gitarre schnappen, aufrecht hinhocken, dran denken, der Hals leicht nach vorne und dann geht es einfach nur drum und spielen. Entweder man nimmt einen Black drum, man kann aber auch einfach nur mit den Händen, mit dem Daumen 035 0375 035 30. Ja, oder ganz langsam. Einfach mal ein bisschen mit der Gitarre beschäftigen oder vielleicht auch eine eigene Melodie finden. Das ist erstmal jetzt für dich als absoluter Anfänger deine erste Aufgabe, dich einfach vertraut mit der Gitarre zu machen und sie öfter mal in die Hand nehmen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und bitte, wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere meine Kanäle und wie immer viel Erfolg und bis bald.